hat schon einen Grund, warum Rapid hier seit einem Jahr nicht mehr verliert. Denn man hat einen echten Heimvorteil hier und kein Übermaß an Respekt, auch nicht vor dem aktuellen Meister, der sich in der ersten Hälfte wenig aus dem eigenen Bereich herausgefunden hat. Boskovic. Carboni, Kovac. Schwer heute, Alexander Zickler gegen Mario Tokic. Hoffmann. Boskovic hat er gesucht und er knapp verfehlt. In der Mitte Basina, hat seinen Schuh verloren. Wird schon wieder hektisch hier. Das war von Christoph Leitgeb. Und gut entschärft von Helge Peyer. War schon in Stangennähe.
Ja, klares Foul von Alexander Hoffmann. Der ist doch zumeist nur durch Foul zu stoppen. Und so wie in dieser Szene. Der einzige Parapet, der sich wirklich viel bewegt, jede Aktion eingebunden ist, sich immer anbietet und viel tut für das Spiel nach vorne. Hoffmann. Schwer vom Ball zu trennen. Der war dann zu harmlos. Ja, marschiert da ganz ordentlich durch die Abwehr rein von Red Bull Salzburg. Und wenn er mal im Strafraum ist, ist es schwierig, ihn noch zu stoppen. Riesenmöglichkeit jetzt für Rapid, die erste in der zweiten Hälfte. Fabiano einmal mehr. Noch einmal über die linke Seite. Kablak, Fabiano. Und den muss er eigentlich machen. Da hat er schon das Glück, dass der Ball wieder zu ihm zurückspringt. Und den trifft er dann wieder nicht genau. Timo Ochs macht sich ordentlich breit. Und wir erleben in Kürze den ersten Wechsel bei Red Bull Salzburg. Alexander Zickler. Er hat sich heute nicht wirklich befreien können. Lokwenz wird für ihn kommen und in Kürze dann auch noch von Lanten für Leitgeb oder Janoczko. Das ist die Frage. Jetzt einmal Vratislav Lokwenz. Für Alexander Zickler, der wirklich abgemeldet war gegen Mario Tokic. Dritte Möglichkeit, kurz davor für Fabiano. Hat viel Lob bekommen nach der Partie gegen Tiflis. Heute hat er schon drei große Chancen gehabt. Jetzt der Wechsel also, Janoczko aus dem Spiel. Und für ihn also mit der Nummer 10, Johann von Landen, der Schweizer Supertechniker. Von Christian Thonhofer. Attacke von hinten gegen Pitak. Ja, viel Zeit bleibt auch Caponi nicht. Da läuft der Gegenzug. Hoffmann. Der war zu harmlos. Vielleicht jetzt einmal Platz für Red Bull Salzburg. Von Landen. Ganz toll. Immer den Blick in der Höhe auf die Mitspieler gerichtet, führt er den Ball sicher. Kovac. Pitak. Leitgeb.
Hat alles gut im Überblick gehabt. Helge Peyer mit diesem Schuss. Große Distanz, leicht verdeckt, aber rechtzeitig zu sehen gewesen. Lockend. Kavlak. Hat den Schatten von Alexander Zickler übernommen, nämlich Mario Tokic. Meli Kavlak. Jetzt geht wieder ein bisschen mehr über seine, die linke Seite bei Rapid. Und sensationell von Boskovic. Tolle Aktion. War gar nicht viel anders möglich für ihn. Und schwierig für Timo Ochs, der natürlich überrascht war. Noch einmal. Willi Kavlak. Dazwischendurch. Da war ein bisschen Platz für diese Flanke. Und der war völlig ungedeckt. Tolle Parade von Timo Ochs. Super Aktion. 58. Minute. Fallrückzieher, Aufsitzer. Sehr schwierig für Timo Ochs. Carboni mit einem völlig unverständlichen Befreiungsschlag, denn das hat Peter Schöttler ja schon in der ersten Hälfte angesprochen. Schnell die Bälle hoch weg, das ist bei Salzburg die Taktik gewesen in der ersten Hälfte und war sie auch jetzt wieder. Salzburg hat diese zweite Hälfte ähnlich begonnen wie die erste, mit viel Schwung. Aber Rapid hat schon wieder das Kommando übernommen. Hat nur ein paar Minuten gedauert. Es spielt wieder die Heimmannschaft. Zu viel auf engstem Raum. Schon abseits Mario Basina. Noch nicht viel zu sehen von ihm heute. Fabiano stiehlt dem Kroaten die Show bislang. Aber noch ist kein Tor gefallen. 0:0 nach einer Stunde zwischen Rapid und Red Bull Salzburg in einer flotten Partie. Dodic. Schöner von Landen.
Das ist zu wenig. Offensiv nach wie vor Salzburg schwach. Abseits angezeigt, abseits von Steffen Hofmann. In der ersten Hälfte hat er sich einmal gewaltig getäuscht. Zickler zurückpfeifen lassen. Markus Meyer an der Linie. Jetzt hat er die Fahne überhaupt verloren. Ist hinten, glaube ich, Aufhauser vorbeigelaufen, haben wir kurz gesehen, der schon lange aufwärmt. Abseitsstatistik kurz zu sehen gewesen. Bei den Rapid-Amateuren vor 17 Tagen nach 67 Minuten noch ausgetauscht. Fabiano mittlerweile mit einer starken Leistung sowohl im Europacup gegen Tiflis als auch hier in dieser Partie mit einigen guten Möglichkeiten deutlich mehr als Sturmpartner Mario Basina. Kablak. Kovac. Von Landen. Giovanni Trapattoni schwer unzufrieden. Da kocht schon wieder, oder da pfeift schon wieder der Kochtopf. Habe. Milan Todic holt sich eine Verwarnung. Die bekommt er zurecht. Hierfür. Salzburg muss sich um einiges öfter mit Foul helfen. Hofmann. Ah, da ist einer gefallen, nämlich Katzer. Nochmal Hofmann. Und da hat er versucht, schnell zu schießen. War noch Verwirrung in der Abwehr. Ja, das hat der junge Bursche, 22 Jahre ist alt, Christian Tonhofer, ganz routiniert gemacht, diesen Konter entschärft, eindrucksvoll.
Carboni. Mehr der Mann fürs Grobe. Defensiv im Mittelfeld. Von Landen. Neuer Schwung mit ihm gekommen. Da werden schnelle Konter eingeleitet. Lockwand, bislang auch noch nicht zu sehen gewesen bei Salzburg. Aber jetzt gibt es die eine oder andere Konterchance für Red Bull. So, das hat sich ein bisschen zugunsten von Salzburg verschoben, aber nach wie vor Überlegenheit von Rapid, die auf dem Feld deutlich zu erkennen ist, wie gesagt. Aber der Schwung nach vorne, noch mehr nach vorne, eröffnet auch ein bisschen Raum. Mittelfeld und Außenverteidiger rücken nach bei Rapid und damit Platz auch für Salzburg. Ball von Leitgeb an Hofmann. Leichter Schubser im vollen Lauf. Boskovic. Eckball. Da war Timo Ochs noch dran. So, was wollte er? Auf Nummer sicher gehen. Und noch ein Eckball. Hofmann. Patuka legt ab für Willi Kablak, der will nochmal Eckball. So, schauen wir mal genau hin. Ah, da war keiner mehr dran. Dieser Korridor, der da kurz offen war für den Schuss, hat sich schnell geschlossen. Schwierig für den 18-jährigen Willi Kablak. 70 Minuten gespielt. 20 gibt es noch. 0:0 zwischen Rapid und Red Bull Salzburg. Und in Kürze wird es einen Wechsel geben. Bilic, Mate Bilic wird als Stürmer von Rapid ins Spiel gebracht werden. Für wen? Das ist die große Frage. Hat er, nämlich Fabiano, seinen Platz noch sicher? Oder muss er gehen? Basiner verfehlt den Ball, aber ist der größere Routinier. Man darf davon ausgehen, dass er im Spiel bleiben wird. Und Fabiano
seine Pause früher als nach 90 Minuten bekommt. Also, jetzt wird spannend. Wer darf bleiben, wer muss gehen? Inewicz, Fabiano oder Basina? Stärker in dieser Partie allemal der Brasilianer mit der Nummer 20. Ja, und Mario Basina geht. Mate Bilic, was erreicht er? Kann er ein bisschen mehr bewegen, als es Basina vorher geschafft hat. An der Seite von Fabiana. Von Landen, Leitgeb. Von Landen, Kovac. Sehr früh attackiert wird jetzt bei Rapid und das oft mit Erfolg. Und jetzt gibt es den Freistoß für Red Bull Salzburg an der Strafraumgrenze. Voll in dem Fall von Häkkinen, wollte den Ball spielen, hat nur den Gegner erwischt. Entscheidung durchaus vertretbar. Ja. Brave Leistung. Nicht sehr kreativ, aber ordentlich in Abwehrarbeit. Markus Häkkinen bislang. Wenn er den entscheidenden Freistoß verursacht hat, wird das alles völlig egal sein. So, wen haben wir dort? Alex und Kovac. Leitgeb schummelt sich in die Rapidmauer. Oh ja, der war gut. Von Alex. Schöner Freistoß, tolle Parade. 75. Minute. In Kürze wird es laut auf der Westtribüne. Ja, da muss er hin, der wäre drin gewesen. Alex, nicht immer gelobt und noch ungewiss seine Zukunft. Geht es weiter nach diesem Jahr? Er würde gerne bleiben, so wie Miyamoto. Unkenrufen zufolge war es das nach dieser Saison für die beiden. Das, was Sie jetzt hören, hat auch Tradition. So wird die Rapid-Viertelstunde begangen hier. Und so hört sich's an, wenn das Stadion ausverkauft ist. Über 17.000 Zuschauer. Freistoß Rapid, Steffen Hofmann. Schon abgepfiffen.
Schiedsrichter Steiner mit einer ordentlichen Leistung am heutigen Tag. Einmal hat ihn sein Assistent an der Linie in der ersten Hälfte im Stich gelassen, hat dann abseits vom Zickler angezeigt, dass keines war. Ansonsten alles souverän und jetzt ist der Ball im Tor. 77. Minute. Für Rapid nach einem Eckball von Steffen Hofmann. Hier nochmal. Oh, wer war da dran? Markus Katzer für mich oder Mate Bilic? Eher Bilic. So, und vorher das Gerangel. Oh, das war am Schluss, glaube ich, Mate Bilic. Auch Markus Katzer reißt die Hände in die Höhe. Sollte sich selbst ausmachen. 1:0 für Rapid. Und damit Salzburg in den letzten Minuten gehörig unter Zugzwang. Mate Bilic jubelt, nicht zu unterscheiden von dem des Markus Katzer. 1:0 für Rapid. Mate Bilic wird es vorerst zugeordnet. Ich glaube auch, er war am Schluss noch mit dem Haaransatz dran. 1:0 für Rapid. Ja, der Größte ist er nicht. Lokwenz ebenfalls mit hinten gewesen und ein paar andere Große. Also da haben sie nicht gut aufgepasst. Und Timo Ochs nach langem wieder ein Gegentreffer. Minuten hat er sein Tor sauber gehalten. Jetzt musste er den Ball wieder aus den Maschen holen. Und jetzt wird es nochmal richtig laut hier. Nochmal Steffen Hofmann. Sekaya diesmal. Peter Backholt wird wohl in Kürze seinen dritten Wechsel vornehmen, ja. Und was er macht, das sehen Sie gleich. Er stabilisiert und verstärkt noch ein bisschen seine Abwehr, bringt einen, der sonst eine fixe Größe in der Abwehr ist, aus dem Spiel. Willi Kavlak links aus dem Mittelfeld und ins Spiel kommt also Martin Eden, der seinen Stammplatz in der Innenverteidigung losgeworden ist durch das Duo Tokic-Patoka. Und jetzt für die letzten 10 Minuten doch noch ins Spiel da. So, letzte Anweisungen dann auch für den Kapitän. Steffen Hofmann hat er da nochmal was zugerufen. Peter Backholt. Fabiano hat noch eine abbekommen. Da ist erst der zweite Wechsel gewesen bei Rapid. Einen hat Peter Backholt noch offen, hat mich um eins verzählt. Aber die Zeit läuft jetzt, Salzburg natürlich davon hier. Das sieht alles andere als sicher aus, was Alex und Kovac hier produzieren. Da müssen wir miteinander sprechen ein bisschen. Hat da angezeigt, ganz richtig. Und da gibt es einiges, was Trapattoni seinen Herren heute noch zu sagen hat. In eineinhalb Wochen gibt es das Rückspiel in der Ukraine gegen Schachtar Donetsk. Da muss sich die Mannschaft noch steigern. Kovac da vorne, da geht ganz wenig bei Salzburg. Pitak.
Alex. Von Landen. Carboni. Kovac. Ja, war schon der Pass schlecht. Das muss Carboni sehen, dass von Landen da bedrängt ist. Gar nicht überlegen kann. In der schlechteren Position ist als er selbst. Und er spielt den Pass. So ist da die Kapitänsschleife abhanden gekommen. Ja, muss so sein. Steffen Hoffmann trägt sie nicht mehr, ist aber natürlich noch im Spiel. Sauber gelöst von Miyamoto. So, jetzt bedeutet Peter Backholt dem Schiedsrichter, dass die Kapitänsschleife nicht im Spiel ist. Der Kapitän selbst am Boden, aber keineswegs zerstört. Tolle Leistung auch heute wieder und einmal mehr Assistent zum Treffer, nämlich mit seinem Eckball. Steffen Hoffmann, der die Schleife jetzt wieder hat und schon wieder am Ball ist. Ganz wichtiger Mann für den Rekordmeister. Donhofer, auch gut, abseits, aber aus Bedrängnis. Eine tolle Flanke, gefällt mir sehr gut, der junge Bursche. Da rechts in der Außenverteidigung. Ist sehr flink, hat keine Fehler gemacht hinten. Und viel Wind auf der rechten Seite. Tolle Flanke. Bisschen Abseitsposition. Kürze ein weiterer Wechsel bei Red Bull Salzburg. Sascha Ilic wird kommen, aller Voraussicht nach für Karel Pitak auf der rechten Seite. Und jetzt ist Platz für Steffen Hoffmann. 3 gegen 2 im Moment, der war blind gespielt. Schade um den für Rapid. Und jetzt wieder Platz vielleicht für Salzburg. Ein Auf und Ab, ein Hin und Her in den letzten Minuten. 85. Spielminute. Seine Hereinnahme hat doch einiges an neuen Schwung gebracht für Red Bull Salzburg. Aber es bleiben nur noch 5 Minuten, um diesen Schwung auch zählbar zu machen. Der hat wirklich richtig viel Übersicht und jetzt wird er wieder per Foul gestoppt. Da gibt es kaum eine andere Möglichkeit. Oft in dieser Partie hat das Duell Leitgeb gegen Hoffmann gelautet, der den Ball natürlich auch gut abdeckt. Schwer erreichbar für Leitgeb, geht nur über das Foulspiel. Und jetzt der Wechsel. Karel Pitak ist aus dem Spiel. Und Sascha Ilic im Spiel und auch bei Rapid wird in Kürze Stefan Kulowitz kommen. Aus dem Spiel jetzt also Fabiano, der 3 tolle Möglichkeiten
gehabt hat, das ist schon sehr viel wert. Wenn Rapid dieses Spiel mit 1:0 gewinnt, werden sie alle sagen, er hat großartig gespielt. Wenn es nicht reicht, ein paar Minuten dauert es ja noch, dann wird man schon ein bisschen kritischer mit ihm umgehen, wenn gleich sie jetzt hier so nicht aussieht. Gut aufgenommen in die Rapid-Familie, der junge Brasilianer. Boskovic trifft immer wieder auf Milan Dudic in dieser Partie. Die beiden haben schon gemeinsam bei Roter Stern Belgrad gespielt. Und jetzt sind es noch 2,5 Minuten innerhalb der 90. Bilic, Häkkinen. Rechts geht Kulowitz. Dieses schnelle Spiel bei Salzburg nach vorne, das funktioniert nicht. Ganz anders hingegen das Kombinationsspiel bei Rapid, und es rackert und arbeitet wieder Steffen Hofmann. Diesmal hat es nicht ganz gereicht. Aber eine großartige Partie des Rapid-Kapitäns hier noch einmal. Sein Assist. Oh, und es dürfte doch eher Katzer gewesen sein, denn da war noch der Handschuh zwischen Mate Bilic und den Ball, also eher Markus Katzer, der Torschütze. Dann wen? Bisschen vergrößert, herauslupisiert. Diese Szene ganz schwer zu sehen gewesen, unmittelbar beim Treffer. Aber doch wohl eher Markus Katzer. Die letzten 30 Sekunden. Einiges wurde getauscht, 2-3 Minuten werden dazukommen. Allzu viele Unterbrechungen gab es nicht. Eine faire Partie, eine flotte Partie. Im Moment mit einem verdienten Sieger. Aber es hat es im Fußball nicht schon alles gegeben. Konterchancen hat es ein paar gegeben für Red Bull Salzburg. Aber das zu Zeiten, als Rapid einen gewaltigen Drang nach vorne hatte. Und jetzt sichert man hinten natürlich ab. Zusätzlich mit einem Staubsauger vor der Viererkette. Martin Hieden. Kovac. Also, 3 Minuten. Ungewöhnlich friedlich bei diesem Spielstand und zu dieser Uhrzeit. Giovanni Trapattoni. Carboni. Und Hofmann marschiert schon wieder. Mit viel Übersicht.
Hieden. Boskovic. Aber jetzt hat es ein bisschen zu lange gedauert. Salzburg wieder gut aufgestellt hinten. Hieden. Abseits, Abseitsstellung von Mate Bilic, das war auch wieder knapp. Aber richtig. Duell Sekaya Patoka ist beide ein bisschen erwischt. Patoka weiß natürlich auch, wie spät es ist. Und jetzt in Ried läuft die sechste Spielminute. Beide Teams zunächst sehr stark im Spiel ohne Ball. Jetzt geht vielleicht mal mit Ball was für Rapid über Heikkinen. Ja, ganz gut diese Querlage. Dann Steffen Hofmann bleibt am zweiten Gegenspieler, nämlich an Christoph Jank. Hängen, aggressives Pressing von beiden Teams hier in der Anfangsphase und so sind konstruktive Offensivaktionen nur schwer möglich. Das wird, denke ich, ein Kampfspiel. Ried, wie am vergangenen Sonntag beim Sieg gegen Sturm Graz in derselben Startformation, das heißt wieder ohne Brenner mit Dospel und Pichorner und wieder mit Doppelspitze mit Salihi und Damjanovic. Naja, gegen die Grazer hat das zu 5 Treffern gereicht. Allerdings haben sie auch 3 eingefangen und das kann gegen den Rekordmeister natürlich auch mal geschehen. Peter Packholt auch überraschenderweise kein Freund mehr der Experimente, inklusive UEFA Cup, lässt er zum dritten Mal am Stück die gleiche Startformation aufs Feld. Das heißt weiter ohne Martin Hieden, ohne Ümit Korkmaz, der ist noch nicht so weit, und ohne Mate Bilic. Fabiano darf zum zweiten Mal in der Liga von Beginn an ran. Bilic, der personifizierte Ried-Schreck in den letzten 3 Duellen mit den Innviertlern, hat er immer getroffen, beim allerletzten sogar einen Triple-Bug hingelegt. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Heikkinen, der heute seine Rolle als Sechser etwas offensiver anlegen soll als zuletzt. Rapid also mit dem Vorhaben hierher gekommen, selbst Druck zu entwickeln. Und das als Gastmannschaft. Fabiano mit diesem Kopfball ins Nirvana. In der Konferenz geht es nicht im Niemandsland, sondern in der Bundeshauptstadt weiter. Na dann doch nicht. Linz, bitte. Nullnummer auch in Ried nach 16 gespielten Minuten. Torchancen, Fehlanzeige. Und die Herren mit den meisten Ballkontakten in dieser Partie heißen Thomas Schauser und Christian Tonhofer. Daran können Sie schon erkennen, dass sich das Spielgeschehen hauptsächlich von innen aus gesehen am unteren Bildrand abspielt. Tonhofer mit seinen Vorstößen, Schauser auf der anderen Seite, in der Mitte wenig, über den anderen Flügel geht auf beiden Seiten so gut wie gar nichts. Aus dem Pressing der ersten 7-8 Minuten ist jetzt ein eher statisches Spiel geworden. Beide Mannschaften versuchen im Mittelfeld dicht zu machen und jetzt stand Harun Erbeck im Abseits. Ja, er wäre eine Option, um mit Schauser am linken Flügel da richtig Dampf zu machen. Der kleine Mann, der aus Lustenau gekommen ist. Drechsel aus dem Fußgelenk, diesmal allerdings die nächste Abseitsposition. Dann lässt Salihi
den Ball einfach sein und dadurch kann das Spiel weiterlaufen. Jürgen Partoka. Jetzt geht's mal über links bei Rapid, über den Marathonmann Markus Katzer, der einzige, der im Einsatz war am vergangenen Mittwoch beim Länderspiel gegen Tschechien. Da taucht schon wieder Airbag auf. Gut getackelt von Markus Heikkinen, der im Übrigen die bislang einzige gelbe Karte in dieser Partie gesehen hat. Airbag gegen Tonhofer und das macht der zum rechten Verteidiger umgeschulte Rapidler recht gut. Das tut ihm auch gut, dass er jetzt wieder laufend Einsätze bekommt. Spielpraxis, naja, im letzten Jahr gleich 0. Basiner, Kontermöglichkeit, schöner Haken vorbei an Schauser. Basiner mit links, warum denn nur? Aber zwei Torschüsse Rapid, zweimal Mario Basiner, eher offensiv der auffälligste in der Anfangsphase. Steffen Hofmann, der ihn da auf die Reise geschickt hat, wurde offenbar nach dem Abspiel wieder mal umgehauen. Naja, die Hetzjagd, hier ist es passiert. Christoph Jank vor dem Pass sogar. Die Hetzjagd auf den Rapid-Kapitän ist schon seit längerem eröffnet. Schauser kann ihn jetzt allerdings nicht bremsen. Dann aber den Pass Richtung Fabiano abfangen. Rapid wird mit Fortdauer dieser Partie stärker, hat das Geschehen jetzt besser im Griff. Katzer. Boskovic attackiert gleich von zwei Gegenspielern, von Hackmeier und Damjanovic, der auch Defensivarbeit verrichtet. Fabiano nochmals mit der Kopfballvorlage. Und dann ist die Chance vorbei und in der Konferenz geht es weiter bei Charlie Leitner. Branko Boskovic mit Saisontor Nummer 3 und das war eine ganz anständige Harpune und nach 25 Minuten führt Rapid hier mit 1:0. Eckball Steffen Hofmann, dann der Stürmer im eigenen Strafraum Damjanovic mit der Befreiung unter Anführungszeichen und Boskovic packt den Gummihammer aus und lässt dem armen Hans-Peter Berger gar keine Abwehrmöglichkeit. Der passt ganz genau, Traumtor des montenegrinischen Nationalteamspielers. Es hat sich irgendwie abgezeichnet. Rapid hat in diesem Spiel das Kommando übernommen und liegt jetzt absolut verdient hier mit 1:0 voran. Schauser. Wieder ein Crash mit Steffen Hofmann. Dem rücken sie heute wirklich sehr energisch zu Leibe. Das von Schauser war keine Absicht. Aber auf der anderen Seite die Herren Dospel und auch Pichorner haben den Rapid-Kapitän schon einige Male zu Boden geschickt. Zum Glück ist das hier kein Boxkampf. Glasner mit übertriebenem Einsatz. Freistoß für Rapid. Na, Gerfried, Frage 0-2, glaube ich eher, oder Ausgleich? Ja, da gab es vor kurzem eine Schrecksekunde für Rapid, aber die Rieder konnten da nichts draus machen. Rapid kommt schon wieder über Fabiano, hoppala, ausgerutscht, Handspiel. Dabei ist der Boden gar nicht so seifig. Auf der anderen Seite hatte Damjanovic auch schon sich als Handballer betätigt. Ja, schön ist so eine Rutschpartie. Aaron Airbag, der übrigens auch schon gelb gesehen hat, als einziger Rieder in dieser Partie. Damjanovic macht das Spiel schnell. Peter Hackmeier. Ja, aber jetzt Rapid schon wieder defensiv sortiert und gut sortiert. Rieder Torchancen aus dem Spiel heraus. Gleich 0. Und jetzt muss sich Hans-Peter Berger als Mann für den Spielaufbau betätigen. Heikkinen, der stellt da alles zu. Kaum ein Vorbeikommen im zentralen Mittelfeld. Pichorner, Picobello, direkt brasilianisch. Das war diese Schrecksekunde für Rapid. Da staunt der Fachmann und der Bayer wundert sich. Ja, jetzt mal Ballverlust von Markus Heikkinen. Damjanovic zurück auf Thomas Schauser und gleich ab wieder in die Spitze. Airbag auf Hamdi Salihi.
Ja, Flanke gut gedacht, aber abgefangen von Patoka. Also die Rapid-Vierer-Abwehrkette steht da hinten wie eine blau-rote Mauer. Und ab geht's nach vorne über Willi Kablak. Dem ist noch wenig gelungen auf dem linken Flügel. Aber jetzt packt er den Dospel ernst ein und der revanchiert sich dafür mit einem korrekten Tackling. Donhofer, nach wie vor der Mann mit den meisten Ballkontakten bei Rapid, mit Abstand mit den meisten Ballkontakten, aber Sie sehen, was er größtenteils daraus macht. Der Rapid 1-0 vorne, der Gegner in der UEFA Cup Qualifikation hat es für heute schon überstanden. Dynamo Tiflis hat beim berühmten FC Boryomi mit 2-1 gewonnen. Das kann keine großartige Truppe sein. Der Rieder-Gegner spielt erst morgen, der FC Sion beim Tabellenletzten St. Gallen. Aus Sitten waren Beobachter angesagt, aber laut Rieder-Informationen wurden die bestellten Karten gar nicht abgeholt. Hagmeier. Ja, da hat Salih spekuliert, aber der Ball ging nicht weiter, er weg. Nächster Fehlpass im Mittelfeld, der die Fehlpassquote bei den Riedern wesentlich höher als bei Rapid. Mehr Ballbesitz für den Rekordmeister. Und auch wenn die Wiener hier weniger Zweikämpfe gewinnen, ich bleibe dabei, die Führung mit diesem 1-0 geht absolut in Ordnung. Erbeck hat da etwas abbekommen. Verkehrte Fußballwelt, Hofmann mal als Täter, Peier gefragt als Fußballer und das macht er ohne jegliches Risiko. Rieder also mit einem Mann in Unterzahl, kurzfristig, Hackmeier. Da war Tonhofer früher am Ball als Salihi. So, jetzt darf Harun Erbeck wieder ins Spiel. Steffen Hofmann als Knie-Airbag für den Harun. Na, Sachen gibt's in dieser T-Mobile Bundesliga. Ja, Donhofer wieder Zweikampfsieger. Und die Rieder etwas planlos. Diesmal Hofmann schon wieder mit einem Foul. Naja, irgendwann platzt dem auch mal der Kragen und wie du in den Wald rufst, so schallt es auch im Innviertel zurück. Also Standardsituation, Freistoß Ried, Gelegenheit für eine Pichorner Flanke oder versucht es das Schlitzohr Pico von dort sogar direkt auf Peiers Tor zu schießen. Schauen wir mal. Auf jeden Fall auch Oliver Glasner mit vorne, der kopfballstarke Defensivspieler, der kommt allerdings nicht ran. Und die Konterchance verstolpert Fabiano. 1,5 Minuten vor Ende der offiziellen Spielzeit in Hälfte 1 führt Rapid in Ried mit 1-0 und dabei bleibt es vorläufig. Ja, und in Ried führt auch die Auswärtsmannschaft. Rapid durch das erste Weitschusstor des Rekordmeisters in dieser Saison, erzielt von Branko Boskovic mit 1-0. Vielleicht jetzt Gelegenheit für einen Weitschuss auf der anderen Seite. Freistoß in jedem Fall für die Rieder. Drechsel auf Pichorner, Peier kurz und dann Markus Heikkinen als Retter in höchster Not. Ja, das war auch ein ganz schönes Pfund, wie die Kollegen im deutschen Nachbarraum zu sagen pflegen von Pico Pichorner. Da bekommt Peier gerade noch die Hände hoch und Heikkinen klärt vor Damjanovic. Ried ist gut gestartet in diese zweite Hälfte. Beide Teams im Übrigen in der jeweiligen Startformation. Und Rapid versucht, das Ganze jetzt wieder zu kontrollieren. Boskovic. Gedacht für Steffen Hofmann, aber eben nur gedacht. Erbeck gegen Fabiano. Gutes Tackling des Brasilianers, der in der Schlussminute der ersten Hälfte noch eine gute Gelegenheit für Rapid kläglich vergeben hat. Also hier weiterhin 1-0 und wie lautet der neue Zwischenstand in Waldsitzenheim?
ein Zwischenstand, den die Rieder jetzt gerne hätten. Jetzt sind sie aber wieder defensiv beschäftigt. Peter Hagmeier, einer der agilsten, auffälligsten Spieler auf dem Platz. Steffen Hofmann fault heute ungewöhnlich oft. Hoffentlich macht er das morgen nicht auch, denn da ist er auf der Tor und Tore Couch von Dr. Konrad zu Gast, ebenso wie der General Manager der Wiener Austria, Tommy Paritz, und der Mann mit den 2E, Experte und Entertainer, Toni Polster. Schauen Sie sich das doch bitte an. Nächster Freistoß für die Rieder, wieder Drechsel, diesmal diese kurze Variante. Er nimmt Airbag mit. Dann gutes Attackieren von Christoph Jank. Aber Sie sehen die Rapidler ganz nah dran am Gegenspieler. Sofort wird der ballführende Rieder attackiert und die Wikinger kommen nicht so wirklich in dieses Spiel hinein. Das Bemühen ist da, aber die Ausführung noch sehr mangelhaft. Willi Kavlak hat nur Dospel vor sich. Jetzt kommt die Hilfe durch Pichorner. Daher wieder in die Mitte Boskovic. Spielverlagerung in den Rücken allerdings ein wenig gespielt von Christian Thonhofer. Nach wie vor der Mann mit den meisten Ballkontakten in dieser Partie. Und jetzt macht er offensichtlich auch mal was draus. Gute Aktion von Thonhofer. Energischer Vorstoß, ganz guter Abschluss und führt jetzt die Austria oder auch der Außenseiter. Wir sind im Wienviertel zurück, 63 Minuten gespielt, unveränderter Spielstand 1-0 für Rapid. Die Rieder geben alles, allein es reicht augenblicklich nicht. Da wird schon mal schön kombiniert und beim vierten, fünften Kurzpass ist die Kugel weg. Rapid hat das recht gut im Griff. Drechsel jetzt mal hängen geblieben, will den Ball zurück, bekommt ihn aber nicht. Hofmann ganz stark. Der läuft in Hälfte 2 wieder wie aufgezogen. Er und Basina vor allem machen da vorn immensen Wirbel. Hätte dieser Basina nicht seine verheerende Zweikampfbilanz. Kavlak, Katzer, Hackmeier steht ihm auf den Fersen. Der Torschütze Boskovic wieder auf Katzer und jetzt haben sie es übertrieben. Ebenso wie die Rieder es oft mit diesem Direktspiel auf der anderen Seite übertreiben. Heikkinen zurück auf Patoka. Ja, wohin denn? Peter Parkholt und Zuki Barisic schreien schon, spielen. Heikkinen bleibt kurz hängen, Katzer sichert den Ball, Boskovic. Der jetzt wesentlich defensiver agiert, dafür Heikkinen mehr in die Spitze mitgeht. Kavlak zu spitz im Abseits. Apropos Heikkinen, der muss langsam aufpassen, schon verwarnt und schnalzt nach wie vor, dass es eine Freude ist. Naja, die Perspektive verzerrt etwas, aber hier hätte ich eher darauf getippt, dass Kavlak auf gleicher Höhe war. Heikkinen am Mittwoch schon davongekommen beim 2:1 der Finnen gegen Kasachstan, nur mit Gelb. Und jetzt die Frage, für wen gibt es denn auf der Kugel den Strafstoß? Jovan Damjanovic hat in Ried die Schuhe gewechselt und das nützt offenbar was. Erster Torschuss des Serben nach 73 Minuten. Zum ersten Mal ist so eine flüssige Kombination auch abgeschlossen worden. Aber die Rieder liegen immer noch 0:1 zurück. Jetzt hat Helikraft zum zweiten Mal gewechselt, hat Airbag rausgenommen und Ewald Brenner in die Partie gebracht. Peter Hackmeier, der sich aufgerieben hat, auch nicht mehr dabei. Daniel Todt an seiner Stelle im Spiel der Rieder. Ja, da wollte Peter Parkholt dagegenhalten und hat den schwachen Brasilianer Fabiano erlöst und den Most Valuable Substitute der U20-WM gebracht. Da ist er, Erwin Hofer. Ja, gleich mal rotzfrech, Kombination mit Basina, da ist Hofmann. Und warum denn nicht? Was für ein Tor! Der dritte Torschuss von Steffen Hofmann in dieser Partie. Und der war um nichts schwächer als der von Boskovic, der zum 1:0 geführt hat. Es muss ja nicht immer eine Torvorlage sein, lieber Steffen. Es kann auch gern mal so ein wunderschöner Treffer werden. Basina legt ab für Hofmann, den attackiert keiner. Und diesen Freiraum nützt der Kapitän zur, ich denke mal, Entscheidung in dieser Partie. Da sind sie in 75 Minuten
regelrecht auf den Zehen gestanden und dann lassen sie ihm mal Platz und das ist die Strafe. Ja, da kommt Freude auf, zumindest bei Stefan Ebner. Noch runzelt Peter Packold ein wenig die Stirn. Ja, nicht grundlos. Hinten haben sie nichts anbrennen lassen, die Rapidler. Aber vorne sind sie mit ihren Möglichkeiten doch etwas fahrlässig umgegangen. Da wurde schon mal für die Galerie gespielt. Willi Kavlak hier am Ball war einer der Hauptpatienten. Agaberl, ein Scheißerl, aber kein Goal. Und die Rieder jetzt vor einer wahrscheinlich nicht mehr lösbaren Aufgabe. Tot. Ja, so schaut das aus. Und hoffentlich schaut das am kommenden Donnerstag nicht auch so aus, denn da gehen die Rieder mit der denkbar ungünstigen Ausgangsposition eines 1:1 ins Rückspiel der UEFA Cup Qualifikation in Genf gegen den FC Sion. Das Ganze gibt's live bei Premiere Fußball Plus, gleich im Anschluss an die Partie Jablonec gegen Austria Wien. Und da oben, da haben sie gut lustig sein, die mitgereisten Rapid-Fans, die hier schon eine Stunde vor Spielbeginn richtig Stimmung gemacht haben. Und ihre Mannschaft hat das auf dem Spielfeld jetzt wohl zurückgezahlt. Noch ein Versuch der Innviertler, Christoph Jank. Ja, so wird es leider nichts werden. Helge Peyer hatte zwei Schüsse eigentlich nur abzuwehren, die kamen beide zentral, der eine von Pichorner, der andere von Jovanovic. Aber er und seine Vorderleute haben nicht nur den Strafraum, sondern auch das Rapid-Tor bis jetzt sehr sauber gehalten. Tokic, der immer da ist, wenn es doch brenzlig werden könnte in der Rapid-Defensive. Hamdi Salihi. Der hat schon fünfmal probiert, auf des Gegners Tor zu schießen. Der eine von Damjanovic war gefährlicher als die fünf des Albaners zusammen. Ja, der Steffen Hofmann, der hat in der vergangenen Saison, Sie erinnern sich sicherlich, ein Tor gemacht und das aus einem Strafstoß. Und jetzt hat er nach 8 Runden der neuen Saison schon 2 Tore aus dem Spiel zu Buche stehen. Kompliment. Drexler etwas abgetaucht in den letzten Minuten. Die zündenden Ideen kann man heute nicht vom Kapitän der Spielvereinigung Ried. So, 79 Minuten um, schneller Wechsel zum Lokalrivalen von Rapid. Tja, also wie hoch Salzburg Innsbruck besiegen wird, weiß ich nicht. Die Rieder waren knapp dran am Anschlusstreffer. Schauser zum ersten und dann nochmals Tomasch, aber der macht nicht Tabula Schauser, sondern schießt Pico Pichorner ab. Das war eine der besten Möglichkeiten der Rieder in der gesamten Partie. Martin Hieden, ja, wenn der schon mitgefahren ist ins Innviertel, dann darf er auch spielen. Zumindest die letzten Minuten im defensiven Mittelfeld, der hat den Torschützen zum 1-0, Branko Boskovic, vor 5 Minuten ersetzt. Eli Kraft hat seine dritte und letzte Wechseloption gezogen. Da gibt es ein Bio-Perlinger Wörgl Revival für alle Fans des gepflegten Tiroler Zweitliga-Kicks. Denn Miron Muslic kam für Hamdi Salihi. Katza, Rapid hat das Geschehen nach wie vor hier im Griff und steuert den 5:0 Erfolg bereits in dieser Saison entgegen. Kavlak noch immer mit Kraft. Basina hat eine Auszeit genommen, nimmt jetzt wieder am Spiel teil und Kavlak kommt nicht zum Abschluss. Der schießt ja auch gerne mal aus der Distanz. 7 Runden, kein Weitschusstor von Rapid und dann gleich 2 in einer Partie. Na, was werden wir vom Rekordmeister in dieser Spielzeit noch alles sehen? Auf jeden Fall heißt es wieder mal alles richtig gemacht. Peter Parkholt, Tonhofer. Auf Hofmann. Eine schwache Flanke geklärt von Glasner. Und diese Schlussoffensive der Rieder erstickt hier wohl auch im Keim. Hier scheint alles klar. In Wien noch nicht so wirklich, Charlie, oder? Es ist nicht zu fassen. Mate Bilic
30 Sekunden in der Partie, Stadt Pasienaar, und der Riedschreck schlägt sofort wieder zu. Wird natürlich gelb kriegen für dieses Leiberl ausziehen, aber was soll's. Schauen Sie, er wird nicht attackiert. Dann ziehen wir zur Mitte, tot, fährt ins Leere, es kommt noch immer keiner, hat dann draufgehalten. Ähnliches dilettantisches Abwehrverhalten der Rieder wie beim 0-2 durch Steffen Hofmann. Aber dieser Mate Bilic, ein Phänomen für sich, vor allem wenn es gegen... Den kann man sich schenken, auf den es keiner schafft. In Kürze geht's hier los. Bester Besuch an und für sich für ein Spiel mit bescheidener Erwartungshaltung. Ich sag's einmal so. Gut 12.000 werden hier sein mit einer sympathischen Freikartenaktion für die Jungen. Pasienaar, nicht im Abseits. Aber erstmal ist der neue Keeper, Loria. 21 Jahre jung, aus dem eigenen Nachwuchs gekommen. Moskowitsch. Katzer im Abseits. Allein 1800 Karten sind, Freikarten sind an Jugendliche gegangen bis zum Alter von 14 Jahren. Man konnte herkommen und sich einfach die Karte abholen hier. Und darum auch heute so gut und gern 12.000 werden schlussendlich wohl sein. Im Heimstadion. Ah, schön durchgelaufen. Und Pasienaar! Eineinhalb Minuten um und die erste Großchance für Grün-Weiß, Mario Pasienaar. Ja, das hätte eigentlich schon sein dritter Europacup-Treffer in dieser Saison sein können. In Bratislava getroffen, gegen Tiflis getroffen, super gespielt. Also beginnt schon sehr, sehr munter, flüssige Partie. Checking Kavlak setzt danach nach Boskovic. Intensives Vorchecking, sehr bemüht, viel Engagement bei Grün-Weiß.
wenn es richtig schnell gehen soll, das war auch schon in Tiflis so, da offenbaren sich dann auch technische Schwächen bei der relativ jungen Dynamo-Mannschaft mit nicht weniger als 5 Eigenbauspielern im Kader. Die meisten von ihnen 21 oder jünger. Also da gibt es viel Arbeit für den prominenten Trainer bei Dynamo Tiflis, für Dusan Urin, der 1996 mit Tschechien Vize-Europameister geworden ist. Heikkinen war dazwischen. Basina, Kavlak. Hat ein bisschen lange gewartet, hat sich Bilic angeboten und auch Hoffmann ist mitgegangen innen. In die Tiefe, Digme Lashvili, der 81er bei Dynamo Tiflis. Einer der wenigen Spieler mit Auslandserfahrung bei Georgien, hat einmal bei einer Türkei gespielt. Aber auch das war aus der Klubführung bei Tiflis zu hören. Wer einmal ins Ausland geht und dort es nicht schafft, sich rasch zu etablieren, der kommt wieder nach Hause und der ist dann meist kein Thema mehr für andere Clubs in Europa. Celic, 36. Einiges Bild. Kurzpassspiel, direkt gespielt und dann kommt zwangsläufig wieder der Fehler. Boskovic. Standards brandgefährlich bei Rapid. Alles, was da Steffen Hoffmann an den Fuß nimmt, da brennt es zuletzt. Lichterloh. Hoffmann. Und auch das war gefährlich. Von der Eckfahne draußen. Vorne um, zu ungenau. Die weiten Bälle, die Passversuche, ein bisschen steiler. Katzer. Oh, das setzt noch einmal die Georgier energisch nach.
Schweizer Paduka Hieden zusammen mit Helge Payer. Defensivbereich sind derzeit die Teamkandidaten bei Rapid auszumachen. Die Spitze bei Dynamo Tiflis mit der 26, Josh Akiremi. Aus Gabun ist heuer neu zu Dynamo Tiflis gekommen, hat bisher einigen Clubs in Angola gespielt. Das sind so auch nicht die Fußballparadeländer des hochtalentierten afrikanischen Kontinents. Hat sich Dober vielleicht selber ein bisschen wehgetan bei dieser ungestümen Attacke. Die Entdeckung bei Rapid im Champions League, ja, aber die Leistungsbestätigung, die fehlt. Da muss er noch mehr bringen, ist noch jung genug. Hoffmann entlasten bei diesen Standards. Boskovic, Hoffmann. Und das war was fürs Auge von Markus Katter. Also 12 Minuten hier um, Rapid Tiflis 0:0. Wir schauen nochmals nach Genf. Sion gegen Ried, Michael Bacher bitte. Ja, ein Schuss von Dober, nicht ungefährlich. Und Keeper Loria da auch mit ein bisschen Unsicherheiten, mit seiner Länge schon gewusst, der Allerschnellste ist er unten nicht. Und vor diesen Szenen, da hat Dynamo Tiflis großen Respekt. Steffen Hoffmann wieder. Vorteil. Ja, die Hüttlaufer spielen das bisher auch sehr clever. Nicht mit allerletztem Einsatz da, aber nur in den Zweikämpfen nicht. Da kann man ja auch den Ticken mal zurückziehen, keine Verletzung riskieren. Aber sonst sehr lauffreudig, sehr engagiert, wirkt auch alles automatisiert, wenn es läuft. Wie jetzt bei Rapid, dann nimmt man das auch mit in die leichteren Pflichtaufgaben. Hoffmann, schön gesehen! In den Lauf gespielt für Veli Kavlak. Ja, der war natürlich nicht ganz einfach zu nehmen. Ja, spielt so ganz knapp noch vor ihm auf der Ball. Aber geht nur so. Wäre ja gerne auch zu Berlin gegangen. Freigabe dafür gab es nicht. Kavlak nicht lange vor sich hingefrustet, weiß, solange er hier seine Leistung bringt, dann ist er mit dabei, dann hat er fast schon sowas wie einen Stammplatz bei Rapid und dann wird das nächste Angebot wahrscheinlich auch reizvoll sein und wahrscheinlich auch nicht lange auf sich warten lassen.
Platz auf rechts. Ja, geht noch. Kablak und war schon draußen. Zypriote im kleinen Plausch mit Dick Melaschwili, dem 27-jährigen Kapitän bei Dynamo Tiflis. Vorteile, spielerische Vorteile klar auszumachen für Grün-Weiß. Kein echter Gefangener. Aber die Hand dabei, der Assistent läuft nebenher. Das bislang gefährlichste von Dynamo Tiflis jetzt nach 18 Minuten. Boskovic, Toba. Ah, geht an sich gut damit. Außenverteidiger Toba, zum Spiel von Bilic hat da nicht gepasst, das letzte. Rapid, ich mit dem allerletzten Nachdruck, aber dem ersten Treffer in dieser Partie schon deutlich näher als Dynamo Tiflis. Daniel Urin, Dusan Urin. Das haben wir natürlich bei uns nichts. Die Partie in Genf zwischen Sion und Ried hat eine Viertelstunde früher begonnen. Sobald sich dort was tut, sind wir natürlich gleich wieder per Live-Schaltung drin. Jetzt wird schwer für Ried zurück ins Hanapi-Stadion. Was Ecke Nummer 3 gibt von der linken Seite. Alles mit vorne. Katzer. Und zuletzt am Ball Uram Kashia, der sich um den Rapid-Verteidiger gekümmert hat. Jetzt natürlich auch Patoka vorne mit drinnen. Hieden, die Kopfballstarken. Boskovic schwindet sich jetzt auch hinein tief. Boskovic! Ja, und da war er ungedeckt. Lange draußen geblieben, so beim 16er ein bisschen gelauert und dann kurz bevor Hoffmann angelaufen ist, sich erst Richtung 5er aufgemacht. So aussieht im Augenblick wie in der Liga, so auch international. Richtige Fußballfreude kommt vor allem in der Bundeshauptstadt auf die Außen. Ist schon weiter Rapid beim aktuellen Stand auch locker und sicher mit dem 3:0 Polster aus dem Hinspiel in Georgien im Rücken. Thank you.
der Mannschaft. Und die Georgier hier mit großen Problemen, vor allem das Direktspiel, das flüssige Spiel durch die Mitte, über die Seiten bei Rapid irgendwie zu verhindern. Müssen sie oft mit 4-5 Mann hinten bleiben. Da hat sich Fieden ein bisschen verschätzt. Das sieht nicht besonders gut aus in der UEFA 5-Jahreswertung. Der Koeffizient erhöht sich bisher unwesentlich an diesem Spieltag. Keine Punkte gestern für Salzburg, nichts in Mattersburg, nichts auch für Ried, wie es aussieht. Einzige Zähler, den die Austria mitgebracht hat. Und diese Punkte, die man auch hier in diesem Jahr an dem heutigen Tag nicht macht, die schleppt man sozusagen in dieser 5-Jahreswertung auch eben 5 Jahre mit. Die sind ganz ausschlaggebend dafür, wie stark man in den Europacup-Bewerben vertreten ist, wo man einsteigen muss. Und darum wäre es auch wichtig, dass Rapid hier nicht nur eine Pflichtaufgabe ordentlich und verletzungsfrei hoffentlich erfüllt, sondern in der Möglichkeit zumindest auch gewinnt. Kablak hat es da erwischt. Celic hat alle Hände voll zu tun, seine Hintermannschaft ordentlich zu ordnen. Veli Kavlak, 18 Jahre jung, tolle U20 WM gespielt. Der jüngste ÖFB-Nationalspieler seit 50 Jahren. Und da ist er selber zuvor ein bisschen umgeknickt. Und dann springt ihm Kaschia sogar noch in die Rippen. So, mittlerweile in Genf schon Pause. Unerfreulicher Zwischenstand 2:0 für Sion gegen Ried. Die Österreicher brauchen also zumindest 2 Treffer für den Aufstieg in die erste Hauptrunde. Rapid kann abwarten. Ein zweiter Schuss in Richtung Tor, ein echter Torschuss, war bei Dynamo Tiflis noch nicht mit dabei. Roman Dobesch. Der 29-jährige Tscheche, der zu Beginn dieser Saison neu gekommen ist. Also, es kann sich absolut sehen lassen. Hier offizielle Zuschauerzahl im Hanapi-Stadion. 12.600 Besucher. Ganz interessant, in den nächsten beiden Bundesliga-Runden, da hat Rapid mit Sturm Graz zu tun. Zuerst das Auswärtsspiel und sogar für dieses Auswärtsspiel sind seit Montag alle Karten weg. 1400 hat man bekommen für die UPC Arena. Alle ausverkauft, also da wird ordentlich was an Fentros mit nach Graz reisen. Bewegt die Massen und hier auch ganz ordentlich den Ball. Um
Peter Packholt beordert einmal die ersten Ersatzspieler zum Aufwärmen. Basina! Und das muss es sein, 1:0. Mario Basina hat gedauert, halbe Stunde, aber hochverdient die Führung für Rapid. Basina mit seinem dritten Treffer in dieser Europacup-Saison. Kavlak mit der Vorlage und dann kommt zwar Loria aus dem Tor raus, aber Timing passt haargenau, war gar nicht so leicht. Basina schneller Haken, kurz, noch ganz leicht ist der Dynamo-Keeper sogar dran gewesen und dann ist das Tor leer und der Ball drinnen. 1:0 für Rapid, 30. Spielminute. Gesamtscore damit derzeit 4:0 für die Hütteldorfer. Die Option für den Dynamo-Keeper schon keine gute mehr, wenn er trifft. Torschützen Mario Basina und der fällt, dann ist es Torraub, dann ist es rot. Das Bemerkenswerte an diesem Treffer, wenn ich es richtig gesehen habe. Steffen Hoffmann hat seinen Fuß nicht mit im Spiel gehabt und das ist schon fast eine Rarität bei den Treffern in dieser Saison von Rapid. Überhaupt nichts anfangen, wenn man Solospitze spielen muss wie Akiremi und dann mit Heden und Patoka zu tun bekommt. Heden wird noch nicht wirklich restlos glücklich sein, dass er heute von Beginn an spielt, aber Schritt für ihn aus seiner Sicht in die richtige Richtung. Dem Tokic heute seine Pause bekommt und dann auch schon auf rechts außen ausgeholfen hat und sogar schon im defensiven Mittelfeld. Er ist einer, den will Josef Ickersberger natürlich schon in entsprechender Form mitnehmen zur Euro, weil er sowohl von Beginn an spielen kann als auch jederzeit als Defensiv-Joker gebracht werden kann mit seiner Erfahrung. Basina wieder völlig frei. Basina! Ui! Na, da lässt sich's schön und nett spielen, wenn einem da so viel Platz gewährt wird. Dober, der passt ganz genau auf den Fuß und der hat da ja, schon entsprechend Zeit, sich da die Ecke auszusuchen und trifft auch zu präzise. Thank you.
Sehr auffällige, sehr bemühte Partie. Das muss es sein, Basina! Da wird also ideal bedient von Veli Kavlak. Das war jetzt schon ziemlich nachlässig. Veli Kavlak sofort hereingespielt. Hat er Zeit, kann zweimal sich den Ball herrichten. Also das Direktpassspiel bei Dynamo taugt wirklich nicht viel. Hoffmann, Dober. Ja, sehr, sehr auffällig. Flanken kommen ein bisschen unterschiedlich daher. Mal gut. Mal weniger. Und Hoffmann. Oh, da war Katzer eigentlich ziemlich frei. Und da fliegen dann gleich drei Georgier am Ball vorbei. Oh, Steffen Hoffmann. Unglaubliche Bilanz im Europacup in dieser Saison. 5 Tore, 1 Assist in der Bundesliga, 2 Tore, 5 Vorlagen. Also schon bei 13 Saisontreffern hat Steffen Hoffmann Entscheidendes geleistet in dieser Saison. Boskovic. Eingespielt. Ich glaube nicht, dass da Bilic wirklich im Abseits war. Die Fahne vielleicht gegen Basina hochgegangen. Ah, ansatzweise aber zu sehen gewesen. Der kann schon Fußball spielen. Josh Akiremi. Jetzt liegt er da, so 20 Meter außerhalb, und Boskovic geht. Ja, spielt jetzt wahrscheinlich unterbrochen, denn da haben wir den Afrikaner. Ja, jetzt hat, glaube ich, mit dem Schuh ein bisschen spitz eingehackt. Da, was ist passiert da? Ja, da beim Schuss. Ja, Arbeit für den Gärtner und für sein Betreuerteam. Da hat er ein ordentliches Loch in den Rasen geschlitzt. Also sein Ausfall wäre natürlich besonders bitter für die Mannschaft von Dusan Urin, der nach dem 3:0 Erfolg von Rapid zu Hause schon gemeint hat. Der Unterschied zwischen den beiden Mannschaften war sehr, sehr groß, und das ist heute nicht anders. Ein Milliardär
mit Namen Patar Kachivili hat den Club übernommen vor geraumer Zeit. Hat den Slowaken als Teamchef geholt. Mit der klaren Zielsetzung wieder eine Macht im zumindest osteuropäischen Fußball zu werden, aber das wird wenigstens noch einige Jahre dauern. Wirkt unbeweglich die Innenverteidigung von Tiflis. Aber die Georgier schaffen es auch schon nicht, die Entstehung der schnellen Rapid-Kombinationen im Mittelfeld zu unterbinden. Dober auf rechts hat viel Platz. Boskovic, Hoffmann, Basina, Bilic. Da muss man sogar den eigenen Kollegen da gar nicht immer so ins Feuer schicken. Dober schon das eine oder andere Mal da sozusagen umsonst mitgelaufen auf rechts. Dong Ott. Ah, Meister Pasina hätte jetzt schon gut und gern, wenn es sein muss, 4 Tore machen können. Haben dort 1 plus einen Stangenschuss. Zumindest 2 hätten es sein müssen. Katzer geht da ganz hinein und dann schöner Ableger, hat eigentlich auch alles frei. Da stehen noch 2 Verteidiger davor. Streicht ein bisschen die Ideenlosigkeit, die Chancenlosigkeit von Dinamo Tiflis. Dieser Schuss von Michail Kuchishvili, der auch schon in Moldawien gespielt hat, in Griechenland, in der zweiten Liga, in Aserbaidschan, also nicht gerade bei den Top-Adressen unterwegs war und vor einem Jahr zurückgekehrt ist zu seinem Stammclub, zu Dinamo Tiflis, Vizemeister aus Georgien. Das Spiel von Tiflis ein bisschen zu statisch. Da wird es natürlich der Rapid-Verteidigung auch sehr, sehr leicht gemacht. Hinten eher geruhsamer Abend. Nur 1:0 hier nach wie vor für Rapid. Kurz vor dem Pausenpfiff, 2 Minuten Nachspielzeit waren angezeigt. Mario Basina hat getroffen, einer halben Stunde dazu
einmal Stange Basina und noch zwei hochkarätige Möglichkeiten für den Kroaten. Sympathischer Lächler. Der Kailis aus Zypern. Alles unter Kontrolle hier, der Rekordmeister. Auf dem Weg in die erste UEFA Cup Hauptrunde. Gott sei Dank selber noch ein bisschen dann weggezogen. Die Hütlofer machen auch da meist das Richtige, sich nicht in unnötige harte Zweikämpfe für die UEFA Cup Hauptrunde. Und da gibt es dann ganz schwere Brocken. Das könnte zum Beispiel sein Bayern München. Tottenham, Blackburn, Villarreal aus Spanien und all jene, die natürlich in der dritten und letzten Champions League Qualifikationsrunde ausgeschieden sind, wie Salzburg. In der ganzen ersten Spielhälfte nicht gesehen, eine Standardsituation für Tiflis, alles da mit nach vorne. Das Pfeifen, denn Cicicvili hat gegen Patoka sich da auch mit einem Leiberzupfer geholfen. Da eindeutig, also Freistoß eigentlich für Grün-Weiß. Ja, bitte ganz verkraften. Achtung! Auffälligste Aktion von Schiedsrichter Kailis. Hat er wieder lächelnd zu sich ruft. In seinem Privatberuf hat er weniger zu lächeln. Da ist der Jugendanwalt für Blindkinder, Alkohol und Drogen. Das sind solche Attacken. Geringeres Übel. Beste Phase für Dynamo Tiflis, die ersten
drei Minuten hier nach Seitenwechsel. Kulowitz übernimmt genau den Part von Häkkinen. Jetzt lässt man die Görge auch richtig spielen, die wiederum mit etwas mehr Biss aus der Kabine gekommen. Schön Zeit eigentlich, sich diesen Ball für den Distanzschuss gut zurechtzulegen. Oh, sein letzter Torerfolg liegt allerdings eine Zeit zurück. November 2002 gegen Bregenz. Seine Aufgabe bei Rapid natürlich im Defensivbereich. Basina. Kommt da gerade noch Bilic hinter die Mittellinie. Schöne Kombination. Und schon wieder. Ja, heute kann er drüber lächeln. Peter Backhult wird es auch lieber sein. Er verhaut heute seine Chancen so gegen Tiflis, als dann vielleicht in der Liga oder in